So. Trink haben wir, ne? Trinkt. Trinkt. Sagt er wieder nichts zu, ne? Jetzt hat er was dazu gesagt. Habe ich dir eigentlich schon gesagt, dass das hier ein bisschen overengineert ist? Halt die Klappe, Kollege. Kollege nennt er mich. Das Fußvolk nennt mich Kollege. Kollege Schnürschuh. Und wenn du da als Sklave das empfiehlst, dass ich mir das mal anschaue, wo kann man das denn streamen? Dann schaue ich da mal. Ob ich, aber, nein, warte mal, Hydra. Bevor ich mich da jetzt in was reinverleiten Ich glaube, lasse. momentan läuft das auf Crunchyroll. Als euer Lord, der sich viel Zeit nimmt und diese euch widmet, euch Sklaven, wann soll ich die Zeit finden, um über einen anderen Lord eine Art ja, Dokumentation, Biografie oder was auch immer zu schauen, während ich mein Volk zu unterhalten habe? Das erklär mir bitte noch, bevor ich zustimme, den anderen Lord zu schauen. Okay, ich kann die Wand hochklettern. Die Wand hochklettern. Komm mal her. Ich geh mal dahin. Ich habe das eben nur zufällig rausgefunden. Ja, es gibt so eine Fähigkeit, die du von der Klasse aus haben kannst, Tschüss. Wand hochzuklettern. Oder wie machst du das? Wieso shiftest du denn die ganze Zeit? Weil ich so hochklettern Lol, das kann ich aber auch, hä? Und ich hol's nebenbei. kann. Ich hol dich noch ein. Oh ne, mach ich doch Das nicht. war zufällig. Das habe ich irgendwie zufällig rausgefunden. Während der regulären Arbeit, während du uns nicht unterhältst. Ja, schön wär's, wenn das ginge. Problem ist halt auch leider, dass ich da nicht alleine bin. Und solche Sachen. Ich schau mal, also Crunchyroll habe ich halt aktuell nicht. Das liegt an der Klaue, die wir haben. Der. Echt? Hast du die auch, die grüne Klaue? Ja, habe ich auch. Zeig mal kurz, ich habe die lange nicht mehr bei dir gesehen. Ach, da. Man kann sie anmachen und man Ist kann sie die. ausmachen. Ja, ich habe sie ja an. Ich habe sie angelassen. Lol, wieso. Wusste ich gar nicht. Hey, bei mir liegt da einfach noch der Rucksack mit in dem Slot. Hä? Was ist das denn für ein Bug hier? Habe ich Übel auch, hatte klein. ich auch gehabt am Anfang. Und den musst du nur rausklicken und dann ist er wieder weg. Wie viele Folgen oder Staffeln hat denn Overlord Vier. eigentlich? Vier Staffeln oder Folgen? Staffeln. Mit wie viel Folgen ungefähr? Du kannst, ich bin 10, auch, 20. war mal, gab es nicht sogar einen Film, der die Staffeln zusammenfügt? Also, Weiß ich nicht, das müsst ihr mir sagen. das war auch die Frage an Hydra. Ja, sag ich doch, müsst ihr mir sagen. Ich weiß auch, dass das hier. Ah, nee, ich sag gar nichts. Also, dass das nicht. Ich wollte gerade synchron sagen, symmetrisch ist. Aber ist auch cool. Also. Hä? Naja, weil hier ist so die Mitte, scheinbar. Und Ja, hier ist war der so. Eingang irgendwie, ne? Den Film habe ich nicht gesehen. Lass mal bitte hier reinlaufen. Danke. Weiß auch nicht, ob es einen gibt. Ich muss nur ganz grob wissen, wie viele Folgen und vielleicht auch wie lange die gehen. Aber wahrscheinlich eine Stunde ungefähr, ne? Stunde, halbe Stunde, irgendwie sowas. Eigentlich Dann so können die bestimmt eine 22 Folge am Minuten, Tag mal so schaffen. 22 Minuten. Ja, okay, das geht dann ja voll. Außer es sind jetzt 100 Folgen pro Staffel, dann wäre es wieder ein bisschen. Bisschen 52 sehr Episoden, viel. ja, geht aber auch. Ja, okay, das geht ja voll fit, also. Dann sollte ich das bestimmt irgendwo mal einbauen können. Alle zusammen halt. Alle zusammen 20 Minuten und das auf 52 Episoden geteilt. Geil. Dann brauche ich Spinne. ja nur 20 Minuten, dann schaffe ich das heute noch. Dann schaffe ich das heute noch. Hier noch mal ein paar Bäume weg gerade, ne? Sogar zwei Kinofilme laut, Vicky. Aber ich finde manchmal, dass
Ja, und die Kinofilme, bin ich der Meinung, dass sie die zusammenfassen, die Serie, weil ich da mal reingeguckt hatte und das zumindest den ersten geguckt hatte davon, aber dann nicht weiter. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Irgendwie so war das. Aber ich finde meistens, wenn es so Filme zu Anime gibt, dass das teilweise gar nicht so gut passt. Also entweder in die Story oder vom Stil her verändern das dann teilweise mal ein bisschen, weil es halt kinotauglich sein muss. Finde ich dann manchmal ein bisschen schade. Wieso kann ich diese Dinger nicht mit der mit der Axt einfach wegholzen? Was Was ist sagst mit du der Spitzhacke dran? zu, also Hydra zu Demon Slayer? In den Film wird viel weggelassen. Ja gut, jetzt ja, also wenn es eine Zusammenfassung ist, dann macht das ja nur Sinn, dass da nicht alles dann drin vorkommt. Sondern das wahrscheinlich auf das Wichtigste, würde ich mal behaupten, begrenzt ist. Ja, ich schaue mal, dass ich die Serie irgendwie mit reinbekomme noch in meinen engen Zeitplan. In deinen engen Also ein, Zeitplan. zwei Folgen am Tag. Ist ja leider. Oh, hier ist ein Kaninchen. Tschüss, Kaninchen. Habe ich meinen Satz gerade beendet, bevor ich das von dem Kaninchen gesprochen habe? Nicht wirklich. Was habe ich denn gesagt? Keine Ahnung, habe auch nicht ganz Ach zugehört, aber so. ich weiß, dass du es nicht beendet hast eben. Ja, dann passt das ja. Demon Slayer ist Und dann fahren ein jetzt mal ein paar Muss-Anime, Mobs. die Geschichte ist herzrennend. Der Anime ist wirklich Muss. Ich hatte eigentlich jetzt in letzter Zeit immer gewartet, bis die deutschen Folgen kamen. Naja, und dann konnte ich halt nicht mehr warten und dann habe ich mir die letzten Folgen auf Japanisch angeguckt. Ich sag nur, fick dich mit dem Cliffhanger. Was Das sagt ist. man aber nicht, ne? Doch, darf ich. So. So. Das ist ein ganz schöner Cliffhanger, ey. Ja, wird ja aber auch so gemacht, ne? Um schön die Spannung zu halten, während dann 3 Jahre lang nichts mehr kommt. Bis dann wieder irgendwie ein bisschen Manga-Fortschritt da Sag mal, ist da und bin ich so. absolut bei dir, ja. Das ist mir nicht wirklich ein Sama, da mieser steht Klimpf. Same. Vor allem, die machen jetzt, der wird jetzt abgeschlossen mit drei Filmen, die jetzt so nach und nach rauskommen. Demon Slayer. Ja. Und dann ist halt Ende mit dem Anime. Aber wieso kommen hier gerade keine Mobs raus? Ich stehe hier jetzt schon ein paar Minuten. Und hier spawnt einfach kein Mob in der Falle. Ach, jetzt kommt da was runter. Es dauert Ah, doch sind sie. immer eine Weile. Ja, das geht ein bisschen schneller bei den vielen Plattformen. Du musst halt auch ein bisschen stehen bleiben, dass du auch ein bisschen mehr spawnt, ne? Ich stehe ja hier die ganze Zeit. Wie gesagt, ein paar Minuten bin ich jetzt Und hier, glaube eben ich, schon. war es, 1, 2 glaube ich, noch Minuten. hell. Und da wir halt nicht abgedunkelt haben ringsrum. Nicht als Punkt. Wollte ich nochmal gesagt haben. Nee. Ja, aber wieso kriege ich jetzt einen Fertigkeitspunkt für Rerollen? Will ich doch gar nicht. Ein guter Fertigkeitspunkt, den ich da bekommen habe. Dreckiger Peak-Viewer schon wieder. Ja, Jujutsu Kaisen kenne ich auch. Ist auch ein geiler Anime. Leider waren Nee, einige tatsächlich Folgen auch. ein bisschen nicht gut gezeichnet, weil die Leute nicht so die Zeit bekommen haben, aber sonst, wenn man davon absieht, ist der Anime auch echt gut. Aber wisst ihr, welchen ich richtig feiere? Inuyasha fand ich super nice. Er war komplett clean von vorne bis hinten. War nicht so meins. Absoluter Bullshit, das Ende. Krasser Upcut. So, sind hier jetzt auch noch weitere Mobs? Mops. Und die wollen ja jetzt Ranma 1/2. Soll ja jetzt das Remake kommen. Ich weiß. Das wurde ja am Anfang hier in Deutschland die Synchro abgesetzt, wegen, weil man damit ja damals irgendwie Kinder verwirrt hat. Ehrlich? Wegen diesem Geschlechterwandel da. Ja, das war der Grund fürs Absetzen. Jetzt wollen sie jetzt aber ein Remake machen. Und viele haben halt Angst, dass sie nicht Komplett, den originalen Charme davon treffen. und dass es zensiert wird halt. Das war, glaube ich, auch ein Punkt, den sie da genannt haben. Aber ich bin mal gespannt. Also ich hoffe, dass der gut wird, weil
Damals, da war ich noch super jung, da habe ich die deutsche Synchro-Folgen habe ich auch geschaut. Japanisch hatte ich mich damals noch nicht dran getraut. Aber die deutsche Synchro fand ich damals schon geil. Das waren ja, ich weiß nicht, waren das 2, 3 Staffeln? Dann meineinhalb, ja, das wird, glaube ich, super witzig. Also. One Piece war eigentlich immer der einzige Anime, den ich wirklich auf Japanisch geguckt habe, mit deutschen Untertiteln, aber irgendwie habe ich jetzt angefangen, wirklich Animes, die richtig gut sind und ich nicht warten will, einfach mal auf Japanisch weiter zu gucken. Ja, auf Japanisch habe ich. Vor allem, also dann weißt du halt meistens weißt du halt dann nicht, ob das dann bei uns weitergeht oder ob das überhaupt bei uns kommt. Das stimmt wohl. Es kommt ja auch. Ja, ich habe Dragon Ball Super habe ich auf Japanisch mit Untertitel geguckt. Ja, nö, das habe ich auf Deutsch geguckt. Da fand ich aber die Umstellung, weil ich habe das alles am Stück geguckt. Ich hatte Classic und dann gab es ja, wie hieß das, diese lange Serie nochmal? Dragon Ball? Dragon Ball Z war doch die lange. Ja, genau. Wo dann und später dann aber, Dragon Ball Kai kam. Das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall war dann ja die Synchro. Die hat ja von jeder Serie immer geändert und dann zu Super. Da war es mir so nervig mit so einer Gokus Stimme. Da habe ich auf Japanisch umgestellt. Das fand ich dann irgendwie angenehmer. Ja, ist halt Deutschland, ne? Was erwartest du? Oder Dragon Ball Super. Ja, wobei die deutsche Synchro-Szene, die ist halt schon sehr, sehr krass immer dabei. Also die machen schon immer hochqualitative Sachen. Ja, die. Aber da war ein anderes Problem, wieso die Stimme nicht mehr. Die sind halt schon besser geworden in Deutschland, ne? Das ist ja nicht das Problem. Hydra schaut vor allem auf Japanisch und wenn es halt mit Untertiteln ist. Oder Dragon Ball Super. Also du schaust auf Japanisch mit Untertitel oder Dragon Ball Super. Das ist geil, ja. Also wenn es kein Japanisch mit Untertitel gibt, dann Dragon Ball Super anmachen. Perfekt. Oh, SpongeBob hat kein Japanisch. Dragon Ball Super. Du bist echt so doof, Junge. Ja, so hat Hydra das geschrieben. Steht da weiß auf schwarz in meinem Chat. Breaking Bad, auch nicht auf Japanisch, schade. Okay, nochmal Dragon Ball Super. Kein Problem. Dragon Ball Super kenne ich schon auswendig. Scheißegal. Aber nochmal. Sollst du die Hydra immer mobben? Meine Sklaven, da kann ich machen, was ich will. Also. Nein, darfst du nicht. Und wenn die sich angegriffen fühlen, dann können sie das bestimmt auch offen kommunizieren, weil das ja auch erwachsene Menschen sind. Hydra lacht noch, deswegen denke ich, dass alles okay ist. Wenn Hydra mal weint, dann ist, glaube ich, auch alles okay. Wow. Wer weiß aber für wie lange dann. Ah, ich vermute, wenn noch ein Heul-Emoji im Chat kommen würde, dann wäre, glaube ich, wirklich noch alles okay. Weil, wenn nicht mehr alles okay wäre, entweder sind es erwachsene Menschen, die dann wirklich das offen kommunizieren und sagen, hey, hier, das passt mir jetzt nicht. Dann kann man ja ordentlich darüber reden. Oder sie hauen halt ab und kommen nicht wieder. So, das sind so die Möglichkeiten, die ich finde. Ja, aber ich glaube, solange noch Chat-Nachrichten kommen, wahrscheinlich noch alles witzig und super. Also, so ist meine Sicht. Wenn das jemand anders sieht, dann ja auch sagen. Ich habe nur gesagt, du sollst sie nicht mobben. Ich habe nur gesagt, du sollst sie nicht mobben. Mehr habe ich nicht gesagt. Oh, mache ich aber. Ich kann sonst auch dich mobben, aber dann heulst du, wenn ich mit meinem Schwert komme. Ja, weil du nicht anders antworten kannst. Doch, kann ich. Nö, kannst du nicht. Ach so. Das wusste ich nicht. Ja, okay, dann kann ich das nicht. Das tut mir leid. Also, ist dann halt so. Wenn du das so willst, dann. Will ich auch. Okay, also dafür, dass es Nacht ist, geht es jetzt aber wirklich auch sehr, sehr langsam mit dem Mob-Spawning. Dann gucken wir auf die Karte, vielleicht wie viele Mobs ringsherum sind oder so. Ja, hier hinter der Baum-Area, da sind ein paar. Da müssen wir vielleicht nochmal ausleuchten. Ansonsten ist hier aber nichts. Ja gut, da ist noch ein einzelner Creeper. Aber der lockt das jetzt, glaube ich, nicht so krass. Also dieses eine Areal hier. Kann ich das nicht irgendwie markieren? Da müssen wir nochmal ausleuchten dann. Nur, dass wir das einmal im Chat haben. Ich habe gerade keine Fackeln, leider.
Ist es nicht deine Aufgabe als Sklave, mich mobben zu lassen? Wie bitte? Weißt aber, du weißt aber, was Sklaven sind, oder, Hydra? Oder muss ich da nochmal Aufklärung betreiben, was eigentlich eure Position ist? Wenn ich da nochmal aufklären muss, das kriegen wir hin, aber... Höhlensystem, oder? Das ist doch mal... Das ist eine Höhlensystem ist hier generell das Problem. Kann ich hier nicht die Ebenen irgendwie wechseln? Cave Mode, ja, hier. Ja, hier recht weit weg, aber ich glaube eigentlich nicht, dass das die Mob-Farm hier beeinflusst, oder? Das hier ist ja auch auf dem Berg, die Mobs, die hatten wir da ja gerade. Was sind die hier? Ah, die sieht man sogar, da muss ich gar nicht Cave Mode anmachen. Das sieht man auch so. Ja, wirklich Mobs haben wir dann nicht, ne? Das ist ein bisschen falsch gelesen. Ist es nicht eine Aufgabe? Ach so! Ja, doch, klar. Danke für den Hinweis. Ja, das habe ich tatsächlich falsch gelesen. Da war ich gerade ein bisschen doppelt. Ja, als Sklave ist es eine Aufgabe von dir, dich mobben zu lassen. Das ist korrekt. Boah, dann haben wir es doch richtig verstanden. Ja, guck mal, hier, Hydra möchte sich... Also, Hydra weiß schon, was seine Aufgabe ist. Also, so ist das. Ja, man muss seine Sklaven nur ordentlich erziehen und dann klappt das auch. Aber Mobs sind nicht wirklich da. Also doch, wie gesagt, auf dieser Fläche... Ja, jetzt sind sie weg auf der Fläche. Aber hier... Nee, warte mal, das hier ist eine andere Fläche. Hier sind ultra viele Bienen gerade auf einmal rausgekommen. Weil ganz so viele sind wirklich nicht da. Ich habe schon oft gehabt, aber ich habe letzte Mal schon gehabt, dass da mehr gespawnt ist. Ich stehe hier die ganze Zeit, deswegen... Also ich finde es ein bisschen wenig. Aber was wir mal machen müssen, irgendwann mal einmal den Tower zumachen. Ja. Das aber eigentlich auf jeden Fall da, mehr spawnt. Da ist doch kein Lichtlevel. Da sind ja Blöcke drüber. Ja, aber so, dann ist wenigstens... Ich kann da mal kurz hingucken. Dann wäre wenigstens noch mal dunkler, das meine ich jetzt. Sind eventuell viele... Nee. Spinnen oben... Nee, das würden wir ja auch hier auf Tab sehen. Du siehst ja da Centos Kopf oben links auf der Minimap. Wir sehen hier nämlich gerade keine Mobs. Oh, hier ist auch noch eine Fackel zum Beispiel zwischen. Jetzt sehe ich grad... Mach mal vielleicht auch die Fackeln da auf deiner Ebene weg. Nee, das ist egal. Die ist außerdem nur da, dass da nichts spawnt. Und dann das Light Level nochmal. Und du kannst jetzt haben, dass da, wo du draufstehst, dann eher was spawnt. Wenn es dunkel ist. Die Wurst würde ich gleich einmal abbauen, sonst. Ich möchte nur einmal wegen Light Level gucken. Das suche ich gerade hier auf F3. Das stand doch irgendwo immer. Das ist auf der rechten oder linken Seite? Ah, da, Client Light. 5. Ja, 5 ist ja in Ordnung, das spawnt ja. Sicher? Ich hab's gefunden, danke Hydra. Client Light heißt es hier, nicht Light Level. Aber 5 spawnt auf jeden Fall. Mhm. Aber hier unten, weiter unten, da ist auf jeden Fall mehr Lichtlevel. Wenn ich da hinschaue. Da ist ein bisschen mehr. Und weiter oben weiß ich nicht. Ich baue jetzt die Wurst mal hier ab, dann kann ich hier nichts spawnen. Die Wurst. Muss man vielleicht, hier, wo die Fackeln sind, dass wir da eine Wand einfach zwischenbauen, damit da kein Light-Level ist. Oder nochmal kurz hin. Was? Wo hast du was vor? Hier ist Client-Light auf 11 zum Beispiel. Ja, das hier, wo du gerade standst auf dieser Ebene. Moment, ich komme mal kurz hoch. Also entweder wir machen die Fackeln hier weg, aber dann würden hier auch Mobs spawnen. Das heißt, ich glaube, am einfachsten wäre es vielleicht, das zu lösen, wenn wir hier, man sieht ja das Light Level auch sogar von außen leuchten, ja, wenn du gleich da bist, dass wir hier einfach eine kleine Wand vorziehen. Du weißt, was ich gerade gesagt habe, ne? Nee, was hast du gerade gesagt? Ich hatte gesagt... Man einmal komplett drum herum ziehen. So. Yeah, fuck.
Da ist es kaputt gegangen jetzt. Okay. Und da nochmal gucken gerade mit Light Level. Ja, passt schon. Wo ist es denn jetzt hingerutscht? Ja, ja, 10 haben wir hier auf manchen Plattformen, auf den unteren auf jeden Fall. Wie gesagt, überall wo Fackeln in der Nähe sind, da ist zu viel Licht. Ups. Oder die oberste Plattform vergrößern. Nein. Meinst du die ganz obere, wo das Redstone drauf ist? Das, die bringt so. Uns auch nicht. Und die soll so bleiben. Das würde ja nichts bringen, weil das Licht kommt ja von der Seite von den Fackeln. Das heißt, ja, nicht Fackeln nur. Müssen dann weg. Bei den unteren Ebenen, man sieht es ja von hier oben auch perfekt. Also es ist ja da nicht nur, sozusagen. Hab ich gesagt. Bei den Ebenen, aber auf jeden Fall trotzdem auch dadurch. Aber von oben kommt ja kein Licht drauf. Die Plattform ist mehr als groß genug. Da reicht ja ein Block über dem anderen Block vorgesehen. Das Licht fällt ja hier nicht schräg in Minecraft. Nur hier horizontal, vertikal und diese Dinger. Ja, die beiden gibt's ja nur. Mal nochmal eine obere Plattform hier an. F3, hier haben wir Kleinleit 0. Also die oberen Plattformen sind okay, dann frage ich mich aber, wieso von da nicht irgendwas runterkommt. Vielleicht sind die auch zu hoch und da kann nichts mehr spawnen? Nein. Wer hat denn da schon wieder gefurzt? Mensch. Da bückt man sich einmal und dann quietscht die Hose auf einmal. Ich habe das Bett nicht voll gefurzt. Die behaupten, was ihr wollt. Hast du? Ist ja dein Bett. Hier ist übrigens ein bisschen Wasser unten, ne? Ich weiß. Und dass du das mal gehört hast. Als wir gerade aber da oben zugegen waren, also ich glaube, das hängt wirklich mit der Entfernung zusammen. Habe ich ein bisschen das Gefühl. Jetzt sind hier richtig viele Mobs drin. Nein, ich stand auch schon eine ganze Weile unten und dann, oder hab da ja gebaut und so, und dann ist er trotzdem gespawnt. Längere Tickrate einstellen, damit er etwas spawnen kann. Die Tickrate ist doch schon lang genug gesetzt. Weil wenn wir die Tickrate auch erhöhen, dann haben wir ja wieder Probleme mit Crop Spawning und so oder Crop Wachstum. Dann gehen uns ja die ganzen Farmen da kaputt. Okay. Glaube ich auch nicht ganz so geil. Was? Wasser, die Tickrate erhöhen? Ach so, das meinst du von der Redstone-Leitung da oben? Nein, wie gesagt, die, ja noch mal eine... die ist schon richtig eingestellt. Ah, okay, gut. Ja, da hast du ja die Ahnung, da vertraue ich dir. Aber jetzt kommt ja auch richtig gut was runter. Du stehst noch oben, ne? Nö, eben nicht mehr. Ich glaube wirklich, dass es mit der Entfernung zusammenhängt. Gut, dann fliege ich halt zwischendurch immer mal hoch, lass da ein paar Sachen spawnen. Jetzt geht's halt richtig ab hier. So hatte ich mir das eher vorgestellt. Dass wie ich so dir das schon gesagt habe, ich stand auch eine ganze Weile schon unten und dann ist was gespawnt. Und ich habe aber jetzt nur unten ja nicht gebaut. Deswegen suche ich ja nur eine Lösung für jetzt. Weil du schlecht bist. Häng doch dich damit wieder zusammen, Mensch. Wie gesagt, der soll eh noch zugebaut werden, dass es dunkel innen drin ist. Ja, Wird ein bisschen Arbeit sein dann, aber naja. Er will sie einfach nicht hitten lassen. Ich wähle das jetzt einfach mal aus. Das ist jetzt hier, stellen wir uns mal kurz hier hin. Beziehungsweise ich fahre einfach mit dem Aufzug hoch. Dann sollten ja theoretisch schon Sachen spawnen können. Derzeit, dann springe ich wieder runter. Und wenn jetzt gleich voll ist, dann glaube ich, dass meine Gerätschaft hier erstmal so funktionieren wird. Gut, wir warten noch mal ein paar Sekunden. Ich komme ja jetzt, wenn dann erst. Hast du meinen Stream noch offen, Hydra? Weil die Tickrate ist halt so. Step by step. Das klingt mir zu kompliziert, Schritt für Schritt. Also, ja, da verlange ich jetzt ein bisschen viel hier, Fräulein, ne? Denkt da hier, wir machen das Schritt für Schritt. Ich dachte, wir machen alles auf einmal. Wieso fehlt da oben jetzt Glas? Das hat doch vorher nicht gefehlt, oder? Doch. Ich hab's gemacht, dass ich durchschießen kann, wenn da oben zu viele Spinnen rumhängen. Ja, da hängt jetzt nämlich ein Skelett. Ein bisschen okay. Auf jeden Fall. Nee, da ist ein anderes runtergefallen. Eigentlich möchte ich noch einen Skillpunkt haben, bevor dann heute Feierabend ist. Da war recht knapp, genau, glaube ich. Wie gesagt, Hydra, wenn du bei mir mal kurz reinguckst, dann siehst du eigentlich die Tickrate. Okay, dann alles auf einmal.
Ja, alles auf einmal ist halt am einfachsten, ne? Also dann ist ja auch alles fertig gleichzeitig so. Verstehst du? Hat ja sonst auch anders keinen Sinn, glaube ich. Da hängt mein XP-Orb hier fest, oder was? Was ist denn das für ein... Ein XP-Orb? Ja, so ein... Hier diese Kugel. Die will einfach nicht zu mir kommen. Jetzt ist sie da. Die ist frech gewesen. Und ich kriege hier viel zu viel Sachen rein, die ich gar nicht haben möchte. Das sollte alles von den Trichtern aufgesogen werden. Mhm. Das würde mir besser gefallen. Gut, ich könnte sonst auch nochmal verlängern, die Tick Radio. Aber... Ja, vielleicht probieren wir das mal aus. Also einfach, dass wir verschiedene Sachen mal ausprobieren. Dass das einfach am besten funktioniert. Und dann stellen wir die so ein, wie wir es für unsere Welt hier brauchen. Kann ja auch sein, dass er im Tutorial vielleicht einen Fehler gemacht hat oder so. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber dass wir einfach probieren. Müssen wir ja auch nicht mehr heute machen. Wie gesagt, jetzt ist ja Feierabendzeit langsam. 25 Sekunden findest du knapp bemessen. Meinst du mich jetzt? Nein. Oder ist Hydra bei dir? Hydra hat's gerade gesagt. Achso. Ja, ich kenne mich mit der Mob-Spawn-Rate und so nicht aus. Ich weiß, wie man eine Kaktusfarm baut. Hallo Huhn. So halb. Geh bloß nicht zu Centus, der macht hier Sachen mit dir, ne? Da wäre ich vorsichtig. Ja. Bock, 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 genau. Ich wollte, wie das ist gemacht. So, schmissen wir nochmal Sachen hier weg. Schüsse mal diese. Ist schon wieder ein Enderman. Hast du den vorhin getötet? Nö, ich hab den leben gelassen. Warum soll ich den denn töten, wenn er doch einfach nur rumsteht? Außerdem hätte er mich eher getötet. Ich hab ihn jetzt getötet. Warum? Ich hab vier Enderperlen habe ich bekommen. Die lass ihn doch am Lager. Leben! Ist zu spät. Was willst du denn mit dem Enderman machen? Einfach. Wird doch sowieso despawnen. Einfach mit der ist schon seit bekommen, letzten. Gesagt, der war schon seit letztem Mal da. Die wir für unser Lagersystem brauchen. Penis. Da fällt dir nichts Besseres mehr ein, oder was? Der also, war, ich hab nur gesagt, der war beim letzten Mal schon da, du Penis. Ja, dann hättest du mich aufhalten müssen rechtzeitig und nicht sagen müssen. Ja, nee, ich wäre von dem gestorben. Dann hättest du gesagt, nee, töte den nicht, ich will den da behalten. Dann musste ich hier gucken, was du, ne? Dass du nicht Penis sagst, sondern was du für Wörter benutzt, du Penis. Penis, du Penis. Du wirst schon nicht darüber, über was er nicht hat hier, ne? So, gehen wir nochmal schlafen. Warum? Willst du alleine schlafen? Ey, wieso sieht das so komisch aus? Warum? Ist das im Chat bei dir? Hm. Was ich schreibe? Hä, wieso? Hä? Wo ist denn meine ganze UI hin? Oh, da ist sie hin. Alles gut. Ich hab Fehler gefunden, wie auch immer das gerade passiert ist. Nerven Sie. Oh, Schalfi. Haben wir Schalfi gemacht? Nö. So, meine werten Sklaven. Ich weiß nicht, wie das bei Centos aussieht. Bei mir ist für heute leider Feierabend, weil ich morgen nochmal früh raus muss. Wie sieht's morgen aus mit Minecraft, Centos? Warte doch mal kurz noch. Ich habe ja nur schon mal eine Frage gestellt. Also du kannst ja noch ein bisschen machen. Ich bin ja sowieso noch ein bisschen am Labern. Aber wie sieht's morgen aus mit Minecraft? Ich sagte doch, warte doch einfach nochmal kurz, ey. Ich wollte das hier nochmal schnell fertig machen und dann... Er macht das ruhig fertig, aber wir können uns doch währenddessen schon mal über morgen unterhalten, weil das wird ein paar Minuten in Anspruch nehmen. Und du weißt, wie ich mit morgen schon bin. Weil ich doch, haben wir doch vorhin schon gequatscht, du Vogel. Beziehungsweise gestern. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, guck mal, wenn es gestern war, ne? Und dann erwartest du, dass ich das heute noch weiß. Also morgen ja. Hab ich richtig in Erinnerung, ne? Ich habe doch mit dir gesprochen, entweder heute oder morgen oder so wie du Zeit hast. Ach nee. Okay. Du merkst ja nie was, stimmt ja.
Fast nie. Also, fast nie. Okay, zurück zu den wichtigen Themen. Dann sehen wir uns morgen wieder in Minecraft, ne? Hier zusammen mit dem Centus. Wenn der Centus da denn dran denkt, weil der vergisst ja immer alles. Natürlich. Mich auch. Wir haben ja auch viel heute geschafft, ne? Wir sind gen Süden gereist. Du hast nichts geschafft. Auf der Map angucken. Guck mal, wie weit ich gereist bin. Du hast gar nichts geschafft. Guck, da habe ich sogar ein Dorf gefunden. Hier. Komplett fettes Dorf. So, ich habe die Tickets nochmal ein bisschen verlängert. Oh, ich habe das Berghain gefunden. Können jetzt mal Party machen, Alter. Reisen wir einfach hier hin. Zum Kirchberghain. Ich kriege mal da Eintritt. Was ist das hier? Ich habe einfach nochmal 12 Repeater angepackt. Ich glaube, das sollte passen. Wenn was spawnt in der Zeit. Ich muss mal hier nochmal ganz kurz was gucken. In der Zeit sollte ja auch hier was passiert sein. Guck so lange nochmal, ob ich ein Enderman-Plushie oder so machen kann. Oder auch Wolle nicht. Dafür. Aber wahrscheinlich haben wir keine Magenta-Wolle, oder? Magenta-Wolle? Das, glaube ich, ist ja ungewöhnlich. Ja, Magenta-Wolle. Dieses ganze Brot, ja, was man ständig kriegt, ne? Ich sag doch, das nervt irgendwann. Vor allem, du hast schon ein volles Inventar oder fast voll und dann kommt das nächste wieder rein. Ja. Deswegen brauchen wir halt keine Essensfarm großartig. Gut, ich meine, da hast du jetzt auch lange nicht mehr weitergemacht, aber das ist halt wirklich... Nö, weil, warum soll man auch immer auf eine Sache bleiben die ganze Zeit? Man kann ja immer abwechselnd was machen. Ja, aber wir kriegen es ja unendlich hinterhergeschmissen, deswegen, ich sehe da nicht so den Sinn hinter, aber... Weil das zum Modpack dazugehört. Wir haben diesen Magier und der gibt uns zwischendurch was. Also das einzige Stofftier, was ich machen kann, ist ein Kaulquappen-Stofftier. Nice. Das Brot, das sind Autodrops von, da kriegen wir mal diese Chat-Nachricht. A Dark Mage has rewarded you with a selected item. Next random reward is in 30 minutes. The Dark Mage is always giving us the bread. Or sometimes he gives Dark Slushy. Dark Slushy is very tasty. Dark Slushy. We don't always get the Dark Slushy. That's what I wanted to say about that. I hope you understand that, because English is a very dark mage language, and you are okay? Nee. Gut, ich merke, ich brauche Feierabend. Wie gesagt, für mich war es das heute. Da haben wir nochmal eine Kaulquappe gesetzt. Mhm. Aber auch an einem scheiß Ort gesetzt, jetzt komme ich da nicht mal hoch. Mit der Kaulquappe da. Mit der Kaulquappe? Sieht aber auch ein bisschen aus wie ein... Ah, ich sag's lieber nicht. Wie das aussieht. Wie ein Lord... Naja, gut. Wie ein Lord Dark. Nee. Das kann ich nochmal zeigen. Der sieht so aus. Wobei wir... Ja... Fehlen schon wieder mal... Na, scheißegal. Es fehlen schon wieder Gerätschaften. Falo Portugiesch, Hydra. Now parle to français. Gesundheit. Und Picardinho? Senior? Gesundheit. Ja, danke dir auch. Schöne Grüße auch, ne? Porqué? Porqué now parle portugais? Ne? Nee. Now hablo français. Now hablo. No, okay. No. Okay, wir sklaven, liebe Centus-Zuschauer. Heute habe ich auch gar keine YouTube-Mod gemacht, ne? Ja, das ist dein Business. Ich habe da auch nicht dran gedacht. Naja, aber egal. Gut, auf YouTube würde ich dann auch sagen, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ne? Nö. Ne? Oh, mit dem Lord Dark. Oh. Vielleicht auch nicht, oder ja oder nein. Keine Ahnung. Ja. Vielleicht auch ja oder vielleicht auch nein. Oder vielleicht die Hydra ist dann wahrscheinlich auch wieder im Chat, so wie immer. Ja, die Hydra hat hier Pflichtstunden abzuleisten. Die kann ihre Steuern nicht bezahlen. Danke gleichfalls. Ich wünsche euch auch einen schönen Abend zusammen. Jo, gute Nacht von uns. Ebenso.
Kommt. Bis zum nächsten Mal, ne? Morgen sehen wir uns wieder in Minekraft. Wahrscheinlich ist sehr groß. Jo. Wahrscheinlich ist sehr groß. Ach so. Ja, okay, das freut uns, ne? Jetzt reicht's aber auch, ne? Wir müssen mal hier Schlussstrich finden, ne? Jo. Bis jetzt. Ups. Tschüss.